Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. Bitcoin ist kurzfristig auf 30.000 Dollar gefallen. Ist Bitcoin jetzt am Ende? Diese Frage und mehr besprechen wir in dem heutigen Video. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Bevor wir mit dem heutigen Video beginnen, möchte ich daran erinnern, dass wir zurzeit zwei neue Events auf Bybit haben. Ihr könnt insgesamt 1.610 Dollar als Einzahlungsbonus erhalten und bis zu 15% passives Einkommen auf eure Trading Balance, die ihr also auf eurem Trading Wallet haltet. Den Link zu all diesen Seiten, wo ihr euch noch mal in Ruhe die Events anschauen könnt, werde ich unter den Videos in einem Kommentar anpinnen. Wir befinden uns auf dem aktuellen Tageschart und es ist tatsächlich das Szenario eingetroffen, dass hier die 200er Durchschnittslinie auf dem Tageschart gebrochen ist. Wir sind hier kurzfristig durch unsere wichtige entscheidende Zone, die wir im letzten Video besprochen haben, hier zwischen 42.000 bis 38.000 Dollar durchgebrochen und wie erwartet auf 30.000 Dollar gefallen. Genau dieses Szenario, wie ihr seht, haben wir schon im letzten Video besprochen. Ich habe hier gesagt, wir haben hier eine starke Supportzone. Hier liegt das 0,618er Fibonacci Retracement Level. Hier ist eben auch das vorherige Hoch aus dem Januar zwischen 42.000 bis 38.000 Dollar. Und wir haben die 200er EMA hier auf dem Tageschart. Sollten wir hier keine starke Gegenbewegung sehen Richtung oberen 40.000 bis 50.000, droht hier wirklich das Szenario, dass wir runterfallen auf das Tief hier nochmal von Mitte Januar auf ca. 30.000 Dollar. Und wie ihr seht, ist genau dieses Szenario jetzt eingetroffen. Hier oben gab es keinen starken Support kurzfristig. Wir sind hier durchgefallen bis auf 30.000 Dollar. Genau dieses Szenario haben wir hier in dem Video besprochen und jeder, der dieses Video wirklich ausführlich bis zum Ende geschaut hat, wusste ganz genau Bescheid, welche weiteren Szenarien jetzt drohen. Und hier kommt auch eine Sache, ihr seht, das Video ist 20 Minuten lang und ich sehe bei meinen YouTube Analytics die durchschnittliche Zuschauer, also die durchschnittliche Zeit, wo ein Zuschauer dieses Video geguckt hat, also die durchschnittliche Watchtime ist circa 8 Minuten. Das heißt also, es gibt sehr, sehr viele, die klicken mal kurz auf ein Video, klicken durch und sagen dann, ah ja, komm, wird schon irgendwie klappen, wir schauen einfach mal Geld rein und informieren sich einfach nicht genau. Und das ist eben auch eine Sache, die mir generell in dem Markt auffällt und das ist, denke ich, auch ein Grund, warum wir jetzt so eine starke Korrektur sehen, da es einfach sehr, sehr viele Marktteilnehmer gibt, hier oben vor allem in dem Bereich zwischen 50.000 bis 60.000 Dollar, die sich gar nicht so genau damit auseinandersetzen, in was sie da überhaupt investieren, die dann irgendwie denken, oh, Bitcoin, das ist irgendwie sowas anderes wie Dogecoin oder Dogecoin ist vielleicht auch sowas wie Bitcoin und die schauen sich dann die Videos auch nicht so genau an und wenn dann eben so FAT-Nachrichten kommen, jetzt wie von Ellen oder wie von China, auf die wir nachher noch eingehen, dann reagieren die eben auch sofort panisch darauf und verkaufen dann hier eben auch im Verlust und rechnen eben auch gar nicht mit dem Fall oder überlegen gar nicht durch, was sie machen werden, wenn wir wirklich auf 30.000 Dollar fallen. Also das steht hier wirklich so sinnbildlich für mich, für die Situation, die wir einfach wirklich momentan im Markt haben. Extrem viele neue Investoren, die sich nicht informieren, in was wir investieren und die einfach auch ziemlich irrational handeln. Aber nichtsdestotrotz gehen wir nochmal zurück auf den Bitcoin-Chart und eigentlich, wer das letzte Video, wie gesagt, geschaut hat, weiß jetzt eigentlich schon genau, welche Szenarien es gibt. Eigentlich müsste ich dieses Video auch gar nicht machen, denn alles wurde schon im letzten Video durchgesprochen. Nichtsdestotrotz mache ich dieses Video natürlich gerne nochmal und fasse hier das Wichtigste zur aktuellen Situation zusammen, weil ich kann natürlich schon verstehen, wenn jetzt jemand neu hier in den Markt eingestiegen ist, irgendwo bei 50.000 oder 55.000 Dollar eingestiegen ist, dass er jetzt hier schon etwas Sorge hier über sein Investment hat. Also wir sehen Folgendes, hier diese 200 Durchschnittslinie und die wichtige Zone hat hier kurzfristig nicht gehalten, es gab hier wegen der China-News Panikverkäufe und wir sind runtergefahren auf 30.000 Dollar. Allerdings seht ihr, seitdem wir hier auf 30.000 Dollar waren, sind wir jetzt hier schon wieder angestiegen um gute 30% und sind hier momentan wieder in dieser Range bei 38.000 Dollar. Und ich denke, hier gibt es jetzt zwei Szenarien. Entweder schaffen wir jetzt hier jetzt die Tageskerze über den 38.000 Dollar zu schließen, stabilisieren uns hier und sehen hier eine V-Wiederholung. Das wäre das bullischste Szenario und so ein Szenario haben wir beispielsweise auch schon gesehen, wenn wir hier etwas zurückgehen, noch im März 2020. Ihr seht, wir hatten hier auch einen sehr scharfen Ausverkauf und dann hier sofort eine V-Erholung und wenn wir hier etwas rauszoomen, wisst ihr, was dann passiert ist. Hier hat dann der Bullrun begonnen und wir sind hier hochgeschossen bis auf über 60.000 Dollar in circa etwas mehr als einem Jahr oder circa in einem Jahr. Das heißt also, das wäre das bullischste Szenario. Wir haben jetzt hier alle Recants aus dem Markt rausgeschüttelt, sehen eine V-Wiederholung und schießen hier dann nochmal hoch Richtung 50.000 Dollar. Das zweite Szenario ist auch, dass wir vielleicht hier etwas seitwärts laufen. Da muss man sagen, je länger jetzt hier seitwärts laufen, ist das eher ein Schwächeanzeichen und dann ist die Wahrscheinlichkeit wirklich höher, dass wir nochmal runter auf 30.000 Dollar fallen. Und wenn wir hier auf 30.000 Dollar fallen, dann denke ich, dass hier der Bullrun erstmal unterbrochen ist, dass wir so ein ähnliches Szenario sehen wie 2013, dass wir dann hier sehr lange seitwärts laufen werden und dann vielleicht erst wieder in 2, 3 Monaten hier nochmal einen Peak nach oben sehen, also dass wir dann hier ungefähr in der Range von den oberen 20.000 bis zu den mittleren 30.000 Dollar seitwärts laufen und dann erst in 3, 4 Monaten hier nochmal einen Peak nach
oben sehen. Das habe ich ja auch hier schon, wenn wir hier nochmal etwas weiter klicken, habe ich das ja hier auch schon gezeigt. Das war hier für mich das bearishste Szenario. Wir fallen hier komplett durch. Es gibt keine Erholung. Wir laufen in dieser Range zwischen den mittleren 30.000 und den oberen 20.000 seitwärts und sehen dann erst in 3-4 Monaten nochmal hier einen Peak. Und diese zwei Szenarien, wie ich sie auch hier schon in dem Video besprochen habe, sind nach wie vor noch die Szenarien, auf die ich achte. Also wir müssen jetzt ganz genau darauf achten, ob wir wirklich sehen, dass hier das halt gereicht hat, dass hier alle Weekends aus dem Markt sind und dass wir uns dann hier nochmal relativ schnell in den nächsten Wochen erholen und hier nach oben ziehen oder ob dieser Shakeout hier noch nicht gereicht hat, wir wirklich runterkommen hier in diese Range zwischen 35 bis 29.000 Dollar, sage ich mal, seitwärts laufen, dann wirklich in einen Krypto-Winter kurzfristig wechseln und den Bullrun vielleicht erst in 4-5 Monaten nochmal fortsetzen, wie wir das 2013 gesehen haben mit dem Double Peak. Das sind nach wie vor die aktuellen Szenarien, die wir in dem letzten Video schon besprochen haben und auf die ich weiterhin noch achte. Und hier ist natürlich auch ganz wichtig, ich habe immer geraten, stufenweise nachzukaufen und das ist meiner Meinung nach auch immer noch die beste Situation, die man momentan machen kann. Einfach stufenweise nachkaufen, denn ich denke, langfristig, und davon bin ich nach wie vor überzeugt, werden wir noch deutlich höhere Preise sehen. In spätestens nach dem nächsten Halving wird es kein Mensch mehr interessieren, was hier im vierten Quartal 2021 passiert ist. Wir werden nachher auch noch in den On-Chain-Daten sehen, dass hier auch momentan schon sehr stark nachgekauft wurde. Und wir werden vor allem auch genau uns anschauen, wer kauft und wer momentan verkauft. Das war es also soweit jetzt erstmal zu dem Tageschart. Wir wechseln jetzt noch auf den Wochenchart und schauen uns das Ganze nochmal etwas genauer an. Okay, also hier auf dem Wochenchart seht ihr noch, das Hoch aus Januar hier auf Wochenchart ist jetzt circa bei 38.000 Dollar. Das dient jetzt hier noch als Support. Wir sind hier zwar kurzfristig mit dem Docht runtergefahren, auf das Tief hier von Mitte Januar bei ca. 30.000 Dollar, haben hier aber sehr, sehr starken Support gesehen. Das heißt also, das beste Szenario, dass wir uns hier erholen und einen ziemlich schnellen Anstieg nochmal sehen, wie wir es im März gesehen haben, ist nach wie vor noch im Spiel. Allerdings muss man wirklich sagen, sollte diese Wochenkerze hier unter den 38.000 Dollar schließen, dann sehe ich, wie gesagt, es wahrscheinlicher, dass wir hier in dieser Range zwischen 30.000 Dollar an der 50er EMA und in den oberen 20.000 Dollar erstmal so seitwärts laufen, konsolidieren und dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal nach oben ansteigen. Und wie ich hier vorgehen werde, habe ich ja schon gesagt, ich werde hier in dieser Korrektur einfach Dollar Cost Averaging betreiben. Das heißt einfach die Summe X, die ich nach investieren möchte, also mit der ich nachkaufen möchte, die werde ich nicht, wie ich es auch immer rate, auf einen Schlag investieren, sondern einfach stufenweise. Das heißt also nach unten gewichtet werde ich stärker nachkaufen. Das heißt beispielsweise, wenn ich jetzt 5.000 Dollar investieren möchte, habe ich ja schon gesagt, dass ich hier oben nach und Schritt für Schritt bei den ca. den 40.000, 50.000 Dollar nachgekauft habe. Das heißt, da würde ich hier zum Beispiel nachkaufen mit 1.000 Dollar und je weiter wir nach unten kommen, stärker gewichtet, dann beispielsweise bei dem nächsten mit 1.500 Dollar, dann beispielsweise mit 2.000 Dollar. Also dass man nach unten gewichtet beispielsweise einfach nur nachkauft oder an sich einfach auch während der Korrektur Dollar Cost Averaging betreibt. Aber ganz wichtig ist es meiner Meinung nach, dass man diese Summe, die man nachinvestieren möchte, eben niemals auf einen Schlag in den Markt investiert, da man sich nie sicher sein kann, wo genau der Boden ist. Deswegen einfach immer stufenweise vorgehen. Und da kommen wir auch so in der Sache. Ich weiß, es gibt jetzt sehr, sehr viele Investoren, die sind vielleicht hier oben irgendwo bei 50.000 Dollar eingestiegen und haben jetzt hier unten Panik bekommen und haben verkauft. Und das noch im Verlust. Und das ist auch eine Sache. Meistens ist es so, wenn der Retail-Investor das Bedürfnis hat, okay, jetzt reicht es mir, ich muss jetzt die Notbremse ziehen, ich gehe raus, auch wenn es Verlust ist, sonst verliere ich alles. Lieber mache ich jetzt nur 30% Verlust als 100% Verlust. Genau wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, also wenn der Retail-Investor es nicht mehr aushält und die Notbremse zieht, dann ist meistens der beste Zeitpunkt eigentlich, um nachzukaufen. Und da sehen wir beispielsweise auch im März 2020. Ich mache mir die EMAs kurz weg, das ist etwas übersichtlicher. Und ihr müsst wahrscheinlich gar nicht wissen, wie viele Retail-Investoren genau hier unten aufgegeben haben. Und was ist dann passiert? Zack, da kam hier der Anstieg, wenn wir das mal abmessen, von dem untersten Rig bis hier nach oben um 1.600 Dollar. Und wenn wir jetzt mal zurückschauen, was denkt ihr, wie viele Investoren hier aufgegeben haben? Und zack, kam hier der Anstieg von ca. 4.000 Dollar hoch auf 14.000 Dollar. Und das können wir auch den ganzen Markt durchgehen. Es gibt extrem viele, die jeweils hier bei den Korrekturen aufgegeben haben. Und beispielsweise, wenn wir noch weiter zurückgehen, 2013 gab es hier auch etliche, die haben alles verkauft und haben dann eben diesen Anstieg verpasst. Das ist eben meistens so, wenn die Retail-Investoren, die unerfahrenen Investoren, denken, okay, das war es jetzt komplett, der Markt kapituliert, dann ist eben genau der Zeitpunkt gekommen, wo das Smart Money einsteigt und das habe ich ja auch schon auf meinem Schaubild gezeigt, man muss einfach antizyklisch vorgehen, das heißt, wenn die meiste Panik, wenn die meiste Angst im Markt ist, dann ist es meistens recht gut nachzukaufen, so würde ich zumindest machen. Und wenn jeder euphorisch ist und irgendwo noch bei 50.000 Dollar schnell hinterher springen will, um auf keinen Fall den Anstieg auf 100.000 Dollar verpassen will, dann ist es immer ein schlechter Zeitpunkt nachzukaufen. Das habe ich mit dem Schaubild, ich zeige es euch hier nochmal kurz, da ist das Schaubild und hier habe ich ja schon extrem oft erklärt, der Retail-Investor kauft immer das Top und
hier unten denkt er dann, wenn es runtergeht, okay, das war's komplett. Und hier unten steigt dann das Smart Money an. Und so ist es halt eben einfach immer, dass der Retail-Investor von FOMO getrieben ist und gleichzeitig dann die FOMO sich 180 Grad umdreht in eine irrationale Angst. Und deswegen muss man einfach immer antizyklisch vorgehen. Das habe ich schon, dieses Schaubild habe ich mindestens schon 5 Mal auf meinem Kanal gezeigt. Und ich werde das auch noch weiter tun, bis zumindest jeder auf meinem Kanal verstanden hat, wie dieses Prinzip funktioniert, dass man immer antizyklisch vorgehen muss. Klar ist das eben auch relativ schwer. Es ist irgendwo auch gegen die Natur, denn wenn es nach unten geht, dann haben eben die meisten Angst, okay, jetzt habe ich schon Geld verloren, soll ich jetzt überhaupt noch nachkaufen, nachher verliere ich noch mehr. Aber man muss sich mal überlegen, beispielsweise euer Traumauto für 100.000 Euro, was ihr euch unbedingt kaufen wollt, ist so für 100.000 Euro zu teuer. Und jetzt stürzt ab, beispielsweise es gibt 30% Rabatt und es kostet nur noch 70.000 Euro, dann geht ja auch keiner hin und sagt, okay, das Auto kostet nur noch 70.000 Dollar, das muss ja Müll sein, warum soll ich das jetzt noch kaufen? Und das ist eben das Problem, das würde ja beim Auto niemand denken oder generell bei irgendeiner Anschaffung, die man sich machen möchte. Und bei Bitcoin ist es eben das Problem. Jetzt denken viele, okay, wir sind schon so stark abgefallen, jetzt Bitcoin zu kaufen, das macht ja keinen Sinn, Bitcoin ist am Ende. Und das ist eben genau falsch rum und deswegen werde ich das immer wieder hier erklären. Das bedeutet also, zusammengefasst, wir achten jetzt ganz genau hier auf die 38.000 Dollar. Sollten wir uns hier oben drüber schließen, ist das ein erstes positives Zeichen und dann müssen wir darauf achten, wenn wir hier sehr lange seitwärts laufen, ist es eher ein Schwächeanzeichen, dann ist es eben hier ein Anzeichen, dass wir hier eher nochmal nach unten fallen. Sollten wir allerdings von hier oben eine sehr schnelle Erholung sehen, dann können wir mit einer höheren Wahrscheinlichkeit sagen, dass hier das der Boden war. Das Worst-Case-Szenario wäre, wie gesagt, wir schließen unter den 38.000 Dollar, fallen dann hier in die 30.000 Dollar und dann folgt meiner Meinung nach hier eine Seitwärtsphase in dem mittleren 30.000 Dollar Bereich bis den oberen 20.000 Dollar Bereich und ich denke, dass wir dann in einigen Monaten hier die Rallye nochmal fortsetzen werden, so ähnlich wie wir das mit dem Double Peak 2013 besprochen haben. Das sind also die Szenarien, auf die ich achte und jetzt gehen wir auf die Bitcoin News und On-Chain-Daten an, schauen uns genau an, wie es zu dem Ausverkauf kam und vor allem auch, wer verkauft hat und wer nachgekauft hat. Kommen wir jetzt zu den Bitcoin News und fassen nochmal die Geschehnisse der letzten Tage und Wochen zusammen. Also diese Abwärtsbewegung hat gestartet hier durch die News von Tesla, dass sie eben hier keine Bitcoin mehr akzeptieren werden, dass sie ihrer Meinung nach umweltschädlich sind. Und wir müssen sagen, solche Nachrichten, die sind eben FAT-Nachrichten, die haben wir jedes Jahr. Und beispielsweise habe ich hier eine Nachricht von 2017, hier haben wir beispielsweise auch gesehen, dass Jamie Dimon gesagt hat, oh, Bitcoin ist Betrug, Bitcoin ist nur gut für Geldwäsche und für Kriminelle. Andere Anwendungen hat es nicht. Das heißt, wir sehen jedes Jahr, wie hier zum Beispiel 2017, diese FAT-Nachrichten und die führen immer zu kurzfristigen Ausverkäufen, aber letztendlich ändern sie fundamental nichts am Bitcoin. Und beispielsweise die nächste FAT-Meldung, die wir jetzt gestern gesehen haben, war eben hier, dass China sagt, dass sie eben hier Bitcoin verbannen, also dass Finanz- sowie Zahlungsinstitute keine Kryptowährungen mehr verwenden dürfen. Und diese China-News, die hören wir schon seit 2013. Hier ist doch mal ein Beispiel, beispielsweise auch aus 2017. Damit sind wir dann auch runtergefallen. Insgesamt von ungefähr 3.000 Dollar auf knapp über 1.000 Dollar. Also hatten allein durch diese News eine 40% Korrektur in den Bullrun 2017, Anfang 2017. Und ihr seht also, diese News, die bekommen wir wirklich fast jedes Jahr. Jeder, der etwas länger im Space schon ist, hier im Crypto-Space, kann das bestätigen. Also es gibt bald kein Jahr, wo wir nicht hören, dass irgendwie China Bitcoin verbannt oder irgend so etwas. Aber man muss sagen, im Endeffekt hat sich hier nichts Großartiges verändert, denn wir hatten doch vor kurzem, darüber habe ich auch berichtet, noch die News, dass hier China sogar Bitcoin als Asset anerkennt und es hier sogar rechtlich schützt, also die Anleger. Das heißt also, China hat Bitcoin als Asset anerkannt, also und es ist auch nicht illegal, in China als Privatperson Bitcoin zu halten. Die Sache ist eben nur, Zahlungsdienstleister und Finanzinstitute, vor allem eben auch die Zahlungsdienstleister, dürfen keine Bitcoin hier verwenden. Und das ist auch ganz logisch, denn wir wissen ja, dass in China bald der digitale Yuan kommen wird, der als Zahlungsmittel dient. Das ist auch eigentlich dann in dem Sinne ganz klar, die wollen eben nicht, dass es eine Konkurrenz für ihre staatliche digitale Währung gibt und deswegen möchten sie eben auch nicht, dass Finanzinstitute Bitcoin verwenden. Aber Bitcoin ist ja eh primär ein Wertspeicher wie das digitale Gold 2.0 eben und deswegen ändert das hier auch fundamental nichts am Bitcoin, zumal wir eben auch sehen, dass eben die Privatinvestoren Bitcoin halten dürfen und dass sie eben auch Bitcoin als Asset, aber nicht als Währung anerkannt ist und diese ganze FAT-Nachrichten hier im Endeffekt haben jetzt für den Ausverkauf gesorgt und das ist eben auch eine Sache, die ich schon öfters gesagt habe in den letzten Videos. Wir sehen einfach extrem viele irrationale Investoren im Markt und angefangen hat das meiner Meinung nach eben dadurch, wenn wir nochmal auf den Chart ganz kurz wechseln, als hier im Februar, Anfang Februar ungefähr Elon Musk in Bitcoin eingestiegen ist, also bekannt gegeben hat, dass Tesla hier 1,5 Milliarden in Bitcoin investiert hat. Damit sind wir hier auch irrational stark angestiegen und ich glaube, damit sind einfach extrem viele Anhänger von
Tesla oder auch von Elon Musk in den Markt eingestiegen, die gar nicht so genau wissen, in was sie da überhaupt investieren. Und dann hat es angefangen, dass hier Elon Musk, Dogecoin und diese ganzen Meme-Coins insgesamt gepumpt wurden. Und ich glaube, dadurch sind einfach über die Social Media extrem viele, vor allem auch junge Investoren in den Markt gekommen, die einfach noch vorher noch nie in irgendetwas investiert haben und auch gar nicht wissen, was genau sie da überhaupt gemacht haben. Und das hat meiner Meinung nach hier eben zu dem kurzfristigen Blow auf Top hier so geführt, dass wir einfach zu schnell hier zu stark angestiegen sind, zu viele irrationale Investoren im Markt haben. Und man muss solche Investoren, wie ich schon auf dem Schaubild gezeigt habe, die müssen einfach von Zeit zu Zeit immer wieder aus dem Markt rausgespült werden. Das ist insgesamt für den Markt auch gesünder, wenn wir das langfristig betrachten. Ihr seht auch, durch die jetzige Korrektur sind wir im Endeffekt nochmal genau dahin gekommen, wo wir waren, bevor hier Tesla eingestiegen ist. Und ich glaube auch, dass eben das hier eine Marktbereinigung war. Diese ganzen irrationalen Trader, die ganzen irrationalen Investoren, die gar nicht so genau wissen, in was sie da investiert haben, die vielleicht einfach nur blind irgendwelchen Influencern und beispielsweise auch Elon Musk gefolgt sind, die sind größtenteils nochmal aus dem Markt. Und das ist langfristig meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr gesund für den Markt. Das könnte also auch bedeuten, dass wir hier unten schon unseren Boden gefunden haben. Aber wie gesagt, wir müssen hier noch schauen, wo diese Wochenkerze schließt, ob dann das bullische oder das bärische Szenario eintritt. Den Boden jetzt vorherzusagen, ist noch etwas zu früh. Aber insgesamt müssen wir einfach mal auf Bitcoin schauen. Fundamental hat sich auch am Bitcoin absolut nichts verändert. Wir wissen, 18,7 Millionen Bitcoin wurden insgesamt schon gemeint und es gibt nur 2,2 Millionen Bitcoin, die noch insgesamt gemeint werden, also insgesamt noch auf dem Markt kommen werden. Und das dauert noch, bis das Mining abgeschlossen ist, bis der letzte Bitcoin gemeint ist, bis 2140 ungefähr. Und dazu müssen wir uns auch noch überlegen, dass einfach von diesen 18 Millionen Bitcoin gar nicht unbedingt 18 Millionen Bitcoin im Umlauf sind, denn wir wissen ja allein, die 1 Million Bitcoin von Satoshi Nakamoto liegen unberührt auf einem Wallet und wir wissen auch, dass mehrere Millionen Bitcoin einfach verloren gegangen sind, weil vielleicht Leute nicht mehr ihre Private Keys haben. Das heißt also, diese 21 Millionen Bitcoin wird es niemals geben und Bitcoin ist nach wie vor noch extrem knapp. Und ich habe in den vergangenen Videos schon gesagt, dass meiner Meinung nach hier diese ganze FAT-Nachrichten momentan einfach ein gezielter Angriff auf Bitcoin sind und meiner Meinung nach mit dem Ziel, extrem viele Recans aus dem Markt rauszuspülen, sodass die Institutionen selbst nochmal günstiger einkaufen können und von diesen wenigen Bitcoin, die noch auf den Markt kommen und die noch liquide überhaupt auf dem Markt sind, einen großen Anteil sich hier noch zu sichern. Denn wenn wir jetzt mal hier bei CryptoQuant auf die Spot Exchange schaut, seht ihr, es sind hier seit Juli 2020 hier, ist hier der Supply auf dem Spot Exchange abgefallen und hier sind noch ungefähr 1 Million Bitcoin hier auf dem Spot Exchange. Das heißt also, Bitcoin ist nach wie vor extrem knapp. Aber was wir hier sehen, ist, dass auf dem Derivat Exchange hier der Supply enorm angestiegen ist, vor allem hier während dieser Korrektur. Und meiner Meinung nach war das eben hier ein gezielter Angriff. Wahrscheinlich wurden über die Spot Exchange ein paar Bitcoin verkauft und gleichzeitig im Hintergrund auf den Derivat Exchange riesige Shorts gemacht, um im Zusammenhang mit diesen FAT-Nachrichten hier Panik im Markt auszulösen, dadurch den Preis nach unten zu treiben, noch gleichzeitig durch die Shorts und dann halt eben die ganzen Recans aus dem Markt zu spüren, um dann die gesamten Bitcoin von denen nochmal günstiger aufkaufen zu können. Und das sehen wir auch hier in den On-Chain-Daten, auf die wir jetzt eingehen. Okay, kommen wir jetzt zu den On-Chain-Daten und hier schauen wir uns den aktuellen On-Chain-Bericht von Glassnode an. Und hier werden wir rausfinden, wer aktuell verkauft hat, wer aktuell gekauft hat. Und hier sehen wir auch schon die ersten Indikatoren, das ist hier einmal das Short-Term-Hodler-SOPR. Das haben wir uns ja unter anderem auch schon im letzten Bitcoin-Video angeschaut. Hier haben wir gesehen, dass hier einmal das Short-Term-Hodler-SOPR nach unten abgefallen ist. Und wir haben auch hier gesehen, dass hier auf dem Indikator der Average Coin Dominance auch nach unten abgefallen ist. Das heißt also, wir sehen aktuell vor allem neue Investoren, also hier Bitcoin, die noch nicht lange im Umlauf waren, die nach unten abfallen. Und wir sehen hier sogar auf dem Short-Term-Hodler-SOPR, dass diese im Verlust gekauft werden. Das heißt also, wir können momentan sagen, die verkaufen, sind höchstwahrscheinlich neue Investoren, die irgendwo bei dem Elon Musk Hype vielleicht bei 40, 50 oder auch bei 60.000 Dollar eingestiegen sind, jetzt bei 30.000 Dollar Panik bekommen und dann sogar im Verlust verkaufen. Und das sehen wir jetzt hier auch noch etwas genauer bei Glassnode. Und zwar seht ihr hier auch die Non-Zero-Adressen. Das heißt also, die Adressen, die überhaupt irgendeinen Betrag von Bitcoin halten und die sind hier um 2,8% abgefallen. Das heißt also, es gibt jetzt hier 2,8% der Wallets, die wirklich ihre gesamten Bitcoin komplett verkauft haben, die also gar nichts mehr halten. Und hier sind wir auch, also wirklich, hier sind wirklich welche panisch geworden. Die haben dann einfach auf einen Schlag ihre gesamten Bitcoin verkauft und das höchstwahrscheinlich sogar noch im Verlust. Und das sehen wir auch hier nochmal etwas besser unten drunter. Und hier sehen wir vor allem das Short-Term-Hodler-Supply, also wie viel Bitcoin von dem Supply werden hier von Short-Term-Hodlern gehalten. Und ihr seht auch, der Supply, der von dem Short-Term-Hodlern gehalten wird, ist hier abgefallen. Also hier sieht man wirklich, die Short-Term-Hodler haben während der Korrektur panisch verkauft. Dann schauen wir uns hier auch noch die
Dynamik auf den Exchanges an. Und hier sehen wir vor allem, dass es hier extrem große Inflows gab. Ihr seht, wir hatten hier die großen Inflows, also Bitcoin, die auf eine Börse geschickt wurden. Das war hier der zweitgrößte Ausschlag, den wir gesehen haben seit dem Sell-off im März 2020. Ihr seht nur noch der Plus-Token-Scam 2019, der war ungefähr genauso groß. Das war hier Plus-Token, wo wir kurzfristig auch auf 14.000 Dollar angestiegen sind und dann nochmal runtergefallen sind auf 6.000 Dollar 2019. Längere Investoren erinnern sich bestimmt noch daran. Und ihr seht also, der momentane Ausschlag hier war wirklich schon signifikant hoch. Und jetzt ist jetzt interessant zu schauen, auf welchen Börsen war hauptsächlich dieser Inflow und vor allem von welchen Investoren war hauptsächlich dieser große Inflow. Und da sehen wir vor allem auch hier bei Binance hatten wir hier einen Löwenanteil der Inflows, aber ihr seht auch, wir hatten gleichzeitig auch Outflows. Und generell zu Binance muss man auch sagen, auf Binance gibt es ja keine US-Identitäten, also keine US-Investoren, da ja das, die auf Binance nicht investieren dürfen. Und wir wissen auch vor allem, Binance ist die größte Börse, da sind vor allem auch eben Retail-Investoren und Spekulanten, die also traden. Also können wir eben auch schon mal sagen, von den großen Inflows war der Großteil der Inflows auf Binance und dort sind hauptsächlich Retail-Investoren, was eben auch die Aussage unterstützt, dass hauptsächlich Retail-Investoren während dieser Korrektur ihre Bitcoin panisch, höchstwahrscheinlich sogar im Verlust verkauft haben. Interessant, im Gegensatz dazu ist es aber zu wissen, wo und vor allem von wem kamen die Outflows, also die, die ihre Bitcoin wahrscheinlich nachgekauft haben und abgezogen haben von der Börse, um sie langfristig zu halten. Und da sehen wir hier die Coinbase Pro Outflows und das ist wirklich extrem interessant. Ihr seht hier, auf Coinbase war hier fast keine Inflows, fast nur Outflows. Und wir wissen ja, über Coinbase kaufen ja auch US-Institutionen nach. Wir wissen ja, Tesla hat seine Bitcoin über Coinbase gekauft oder beispielsweise auch Michael Saylor hat seine Bitcoin über Coinbase nachgekauft. Also könnten wir vielleicht sogar hier die Behauptung aufstellen, dass US-Institutionen Bitcoin akkumuliert haben während der Korrektur und das während die Retail-unerfahrenen Short-Term-Investoren panisch im Verlust verkauft haben. Also hier sehen wir wirklich einen extrem starken Gegensatz. Die kurzen Halter, also die kurzen Hodler mit wenig Erfahrung verkaufen panisch im Verlust und hier die großen erfahrenen US-Institutionen, die Profis so gesehen, kaufen nach. Und was auch interessant ist, wir sehen auch hier die längeren Marktteilnehmer, also hier die Long-Term-Hodler. Ihr seht auch, die Accumulation-Adressen, also die Adressen, die Bitcoin nachkaufen, sind hier angestiegen und die halten jetzt hier insgesamt von 530.000 Bitcoin jetzt sogar schon 536.000 Bitcoin. Also hier auch von den Long-Term-Hodlern während der Korrektur Bitcoin nachgekauft. Also wenn wir uns das wirklich noch mal im großen Bild anschauen, wir sehen also hier, dass die Short-Term-Hodler verkauft haben, an Supply verlieren. Im Gegensatz dazu sehen wir, dass hier die Long-Term-Hodler an Supply dazu gewinnen. Und wir sehen hier auch gleichzeitig, dass die Short-Term-Hodler panisch im Verlust verkaufen, hauptsächlich über Binance, während die US-Institutionen höchstwahrscheinlich über Coinbase langfristig nachkaufen und akkumulieren, wodurch hier diese massiven Outflows zustande kommt. Hier sehen wir also wirklich genau das gegensätzliche Verhalten, was ich vorhin erklärt habe. Die einen gingen antizyklisch vor und die anderen folgen blind der Herde. Und wenn ihr eben auf der Gewinnerseite sein wollt, dann müsst ihr eben auch antizyklisch, wie es hier die US-Institutionen gemacht haben, antizyklisch vorgehen. Wenn alle panisch verkaufen, ist ein guter Zeitpunkt, um nachzukaufen. Wenn alle blind dem Hype folgen, dann muss man extrem vorsichtig werden. Und wie wir auch in dem letzten Video schon besprochen haben, sehen wir auch, dass nicht nur hier die Long-Term-Hodler und die Institutionen am Akkumulieren sind, denn wir sehen beispielsweise auch hier, dass die Miner am Akkumulieren sind. Wir haben auch aktuell gesehen, dass hier Michael Saylor für ungefähr 10 Millionen Dollar Bitcoin nachgekauft hat. Er hält jetzt hier insgesamt 111.000 Bitcoin und sagt auch, er hat keinen einzigen Satoshi während der Korrektur verkauft, weil er eben weiß, in was er investiert hat, einen langen Anlagehorizont hat und eben auch überzeugt ist von Bitcoin. Beispielsweise sehen wir auch hier Casey Wuss von ARK Investments. Sie sagt auch, obwohl Bitcoin korrigiert ist, dass sie nach wie vor denkt, dass Bitcoin langfristig auf 500.000 Dollar steigen wird. Und das ist auch genau die Sache, die ich in dem letzten Bitcoin-Video erklärt habe. Der Preis und der Wert sind zwei Paar Schuhe. Ihr müsst euch überlegen, wo ist der Wert, wo könnte der Wert mal hinsteigen? Und dann seht ihr eben, der Preis, der ist mal über dem Wert, mal unter dem Wert. Und der Preis ist einfach nur das, was täglich schwankt. Aber der Wert ist eben das, wo der Preis langfristig hinsteigen wird. Und ich habe ja auch gesagt, ich denke, dass der Wert von Bitcoin ungefähr bei demselben Wert ist wie Gold, was 500.000 Dollar pro Bitcoin entsprechen wird. Habe ich hier genau denselben Wert für Bitcoin für mich persönlich ausgearbeitet, wie auch Casey Wood. Und ich nach wie vor denke auch, dass wir 500.000 Dollar erreichen werden. Wann das sein wird, das kann natürlich lang schwanken. Es kann sein, dass wir jetzt einen Kryptowinter wechseln und das Ganze sich nach hinten verzögert, dass wir dann vielleicht erst in 10 oder in 12 Jahren 500.000 Dollar erreichen werden. Aber meiner Meinung nach werden wir langfristig die 500.000 Dollar erreichen. Bitcoin wird sich den Market Cap von Gold
annähern. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann es geschehen wird. Für mich ist es keine Frage, ob es passieren wird. Es ist, wie gesagt, nur eine Frage der Zeit. Wer sich dafür auch interessiert, kann sich hier auch das Interview von Casey Wood anschauen. Hier geht ihm darauf an, wieso sie denkt, dass wir $500.000 reichen wird. Und sie sagt auch aktuell, dass es schwer ist, dass man jetzt im Boden sagen kann, es könnte auch mal weiter runtergehen, wie ich auch gesagt habe. Es könnte auf $30.000 oder auch auf den hohen 20.000er Bereich gehen. Aber ich denke auch, dass wir uns eben nach einer längeren Konsolidierung wieder von dieser Korrektur erholen werden und dann weiter ansteigen werden. Und wir sehen hier auch aktuell, dass wir eben auch hier nochmal auf den On-Chain-Daten während dieser Korrektur extreme Auszahlungen hatten. Ihr seht, hier wurden 16.800 Bitcoin ausgezahlt. Das war hier um 9.27 Uhr. Und ihr seht auch danach nochmal, wurden hier nochmal 19.600 Bitcoin ausgezahlt. Das war hier nur eine Stunde ungefähr später. Also seht ihr wirklich, werden momentan extrem viele Bitcoin während der Korrektur hier ausgezahlt. Und wir sehen auch insgesamt auf allen Exchanges hier nochmal die Outflows. Und ihr seht, die Outflows sind hier auf einem absoluten All-Time-High. Die Outflows sind größer, als wir hier die Korrektur hatten, von ungefähr $40.000 runter auf $29.000, wo auch hier Tesla eingestiegen ist. Und die sind hier sogar größer, als wir noch bei $10.000 diese extrem lange Akkumulierungsphase hatten. Also seht ihr, so gesehen, ein lokales Hoch an Outflows während der Korrektur. Und damit können wir wirklich hier sagen, die Korrektur wurde massiv nachgekauft. Während die Short-Term-Hodler panisch verkauft haben, haben hier wirklich die Long-Term-Hodler, die an Bitcoin glauben, die von Bitcoin überzeugt sind, die wissen, in was sie auch investieren, die sich mit Bitcoin beschäftigt haben, die somit auch ein viel höheres Vertrauen in ihr Investment haben, die haben hier die Chance genutzt, um massiv nachzukaufen. Und wie ihr wisst, auch ich habe Bitcoin nachgekauft. Ich werde weiter stufenweise nachkaufen. Ich habe einen langen Anlagehorizont bis mindestens 2028. Und somit war es für mich nochmal ein großes Geschenk, kann man fast schon sagen, Bitcoin nochmal bei $30.000 nachkaufen zu dürfen. Und wie ihr seht, das letzte Mal, als ich hier dieses Schaubild hier gezeigt habe, stand hier noch Bitcoin 413 Mal gestorben. Jetzt sind es ja schon 414 Mal. Und wir sehen einfach, Bitcoin wird bleiben. Fundamental hat sich nichts am Bitcoin verändert. Es ist einfach nur ein Haufen Angst, ein Haufen FUD, die momentan im Markt haben. Dadurch schwankt der Preis, aber der Wert wird sich von Bitcoin dadurch nicht verändern, solange wir keine negative Veränderung der fundamentalen Eigenschaften von Bitcoin sehen. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video einen Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.